Ich will dir mal kurz erklären, wie ich Selbstwert verstehe und warum ich mich in letzter Zeit damit befasst habe. Und zwar habe ich immer gedacht, ich kann mich erst ausruhen oder ich bin erst was wert oder ich kann erst Familie gründen, wenn ich was geleistet habe. Das heißt, wenn ich Geld verdient habe, wenn ich, ja, meine Daseinsberechtigung ist über Leistung bezogen. Und dann habe ich in die Natur geguckt und habe gesehen, dass jedes Tier, jede Kuh zum Beispiel, die ist einfach nur so da und kann ohne Leistung essen und trinken und kann ohne Leistung auch Familie gründen, also Kinder in die Welt setzen. Sie muss nichts leisten. Und so ist die Natur. In der Natur können wir es uns eigentlich abgucken. Die Natur ist unser größtes Beispiel. Also, oder wie soll ich sagen, aus der Natur können wir es uns abgucken. Die Natur funktioniert so. Jedes Lebewesen hat einen ganz speziellen Platz. Also alle Lebewesen funktionieren miteinander. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Plage von Insekten entsteht, dann kommen Vögel, die die wieder aufpicken und so weiter. Wenn eine Plage von anderen Tieren entsteht, kommen wieder deren Fressfeinde. Das reguliert sich von alleine. Die Umwelt oder die Natur ist ein System, was sich von alleine reguliert. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist immer so für mich so augenöffnend, weil auch der Mensch oder der Körper reguliert sich von alleine. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte darauf zu sprechen kommen, dass jedes Lebewesen auf der Welt ist und eine ganz besondere Aufgabe hat. Und deswegen ist jedes Lebewesen, egal wie groß, wie klein, hat einen gleichen Wert. Das heißt, jeder Mensch, der hier auf der Erde ist, hat einen Wert. Und ohne dass er auch nur irgendetwas tut, sondern weil er einfach nur da ist, weil die Vögel, die jetzt die Insekten fressen, die machen das ja nicht aus, damit sie dann irgendwie irgendwas bekommen, sondern die machen das, weil sie Vögel sind. Sie fressen einfach Insekten. Und das ist sozusagen nicht geplant, sondern sie sind einfach da. Und das ist eben das, was wir verstehen müssen. Der Wert hängt nicht davon ab, was wir leisten, sondern der Wert ist einfach da. Und jeder Mensch, auch du, bist auf der Welt und brauchst nichts erfüllen. Du darfst einfach nur sein. Und indem du da bist, erfüllst du schon deinen Wert. Indem du da bist mit deiner Energie, erfüllst du schon einen Wert. Und in der westlichen Welt ist es ganz oft so, dass nur die Dinge was wert sind, wo man Geld kriegt. Also das ist ja so ein männliches Denken, dass nur die Dinge was zählen und nur die Dinge auch gemacht werden, die Geld bringen. Dabei ist auch innere Arbeit, ist auch, oder nicht auch, ist besonders innere Arbeit. Das heißt, Arbeit, in der du dich um dein inneres Wohlbefinden, um dein inneres Wohlbefinden kümmerst, eigentlich viel wichtiger. Weil wenn du dich um dein inneres Wohlbefinden kümmerst, dann geht es auch nach außen. Und das machst du durch Meditation und indem du eben dich im Inneren deine Energie verstärkst, strahlt es dann auch nach außen aus. Deswegen ist es viel, viel wichtiger, sich um sein Inneres zu kümmern. Und dann entsteht alles im Außen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ganz oft dieses männliche Denken, davon bin ich auch geprägt und auf der einen Seite liebe ich das ja auch, dieses Männliche, dieses in Aktion zu sein und Dinge zu machen. Ihr wisst, ich kitesurfe. Bin total aktiv. Ich liebe das ja auch. Gleichzeitig muss ich mich immer wieder daran erinnern, auch in die Ruhe zu gehen und das auch wertzuschätzen. Auch wertzuschätzen, aus der Ruhe heraus Kraft zu ziehen. Und das können vielleicht die Männer nicht so verstehen, weil die Männer das nicht so haben. Wir Frauen haben ja eher dieses Weibliche, diesen Aspekt auch, das zuzulassen, mal in die Ruhe zu gehen und uns daran zu erinnern. Und ehrlich gesagt, glaube ich, sind alle Probleme hier in der westlichen Welt genau dadurch gekommen, dass wir viel zu viel im Männlichen sind und nicht im Weiblichen und vor allen Dingen dieses Weibliche auch belächeln. Ihr wisst, was ich mit Weiblichen meine. Das auch mal Pausen nehmen, mal in die Ruhe kommen, das Ganze mal reflektieren, auch einfach mal ausatmen, einfach mal nicht nur hasseln, sondern wirklich auch mal Pausen zulassen. Und wenn ich reflektiere und mein ganzes Leben nochmal betrachte, ich bin jetzt 33, okay,
Hört sich so an, als wäre ich eine alte Frau. Nein. Aber wenn ich nochmal mein Leben betrachte, dann sind es wirklich die Momente gewesen, in denen ich mir eine Pause genommen habe, die mich am weitesten nach vorne gebracht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann frage ich mich noch, oder dann denke ich noch, dass Pausen nichts wert sind. Also wirklich, das ist ein Denkfehler in meinem Kopf. Und ich möchte ja nur nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema Wertigkeit. Und ich glaube, ich weiß, ich möchte mehr in diese Richtung gehen, dass gerade Dinge wie Reflektieren, Pause und innere Arbeit mehr Wert bekommen in dieser Welt und mehr gesehen werden. Und ich werde da ein Vorreiter sein. Ich möchte das mehr und mehr machen. Klar, ich werde auch immer wieder angesteckt und komme immer wieder dazu ins weiterzumachen und sehe dann dies und das und bin dann, denke dann, das muss ich auch noch machen, das muss ich auch noch machen. Und komme dann wieder in dieses Rennen oder Hamsterrad rein. Ich muss mir wirklich angewöhnen, in meinem Terminkalender wirklich mal ganz strikt, klipp und klar zu sagen, hier mache ich gar nichts, weil ich weiß, dass mir das am besten tut. Mir und meiner Gesundheit. Und wenn wir sind ja auf der Welt auch, um gesund zu bleiben. Und ich stehe für Gesundheit. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, uns die Zeit für uns selbst zu nehmen und nicht nur zu funktionieren, nicht nur zu hasseln und nicht nur machen und tun. Ich wollte aber auf den Wert zu sprechen kommen. Und so ist mir klar geworden, dass dieser Wert einfach da ist, indem wir einfach existieren. Also verstehe, ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat. Und ich weiß nicht, warum ich mich manchmal von geringerem Wert gefühlt habe, wenn ich nichts getan habe. Das ist so ein, ja, wahrscheinlich ein Glaubenssatz in mir gewesen oder immer noch, ich weiß es nicht. Ich werde daran auf jeden Fall arbeiten. Nur ich. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, der einzige Weg zu verstehen oder daraus ist, also das zu verändern. Ich weiß es ja im Kopf und das schon lange. Ich weiß schon so lange, dass ich das Problem hatte, immer das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein und so weiter und mehr machen zu müssen und so weiter. Nur das Ding ist, je mehr ich im Außen mache, ich mache und mache und mache, aber die innere Wertigkeit, die muss ja gestärkt werden. Und die innere Wertigkeit wird nur gestärkt durch das Fühlen. Durch das wirkliche Fühlen und in die Meditation gehen und wirklich die eigene Wertigkeit zu spüren. Wenn du die spürst, dann kannst du sie auch nach außen leben. Und dann kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist das im Außen fühlen und vor allen Dingen auch die Dinge im Außen tun. Und das ist für mich wahre Authentizität. Nämlich, wenn du das, was du innerlich fühlst, nämlich deine Wertigkeit, auch nach außen trägst und letztendlich ist das für, meine ich das für jedes Lebewesen auf diesem Planeten. Jedes Lebewesen ist vom Universum oder vom Gott oder egal von wem so sehr geliebt, dass er tun darf, was ihm persönlich Freude bereitet, wo er strahlt. Und deswegen sollte jeder Mensch das tun, wo er wirklich aufgeht. Und der liebe Gott oder das Universum, das liebt dich so sehr, das liebt dich so sehr, dass du wirklich, das will dich in Freude sehen. Verstehst du? Ich möchte einfach nur sagen, dass du die Dinge tun darfst. Es gibt dir niemand anderes die Erlaubnis, außer du selbst, dass du die Dinge tun darfst, die du liebst. Im Endeffekt ist es so, du musst sie sogar tun. Du musst sie sogar tun, weil wenn du dich um dich selbst kümmerst, dann geht es dir besser und dann geht es auch allen Menschen um dich herum besser. Deswegen bist du verpflichtet dazu. Meiner Meinung nach bist du verpflichtet dazu, die Dinge zu tun, bei denen du deine Augen leuchten, bei denen du wirklich, ja, bei denen du zu strahlen beginnst. Und das meine ich, wenn ich sage, jedes Mal, wenn wir die Dinge tun und auch wenn sie viel Geld kosten und wir uns nicht trauen und wenn alle anderen sagen, nein, mach es nicht. Aber wenn wir die Dinge tun, die erstens für uns persönlich gut sind und zweitens für unsere Umwelt gut sind, also ich habe jetzt lange überlegt, kaufe ich mir ein Wasserfiltersystem oder nicht, wie mache ich das, weil ich habe mich lange mit dem Thema Wasser befasst und ich möchte einfach nicht mehr dieses belastete Wasser trinken, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, was für Stoffe da alle drin sind. Ja.
Antibiotika, Schwermetalle und so weiter und so fort. Da mache ich nochmal eine extra Folge zu. Und zwar habe ich dann immer gedacht, oh, das ist so teuer und wer weiß, ich bin ja gerade in der Gründung meiner Selbstständigkeit und das Geld kann ich lieber woanders einsetzen und so und bla 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 bla. Ehrlich gesagt möchte ich das aber tun, weil ich möchte, dass erstens, dass es mir besser geht und wenn es mir besser geht, kann ich besser für meine Patienten sorgen und zweitens möchte ich, dass das Bewusstsein verändert wird. Versteht ihr, wenn das ist noch was Größeres dahinter. Wenn wir alle so denken, dass wir das Wasser filtern, dann brauchen wir keine Plastikflaschen mehr. Dann schonen wir die Umwelt. Versteht ihr, da ist noch ein größeres Thema der Umwelt dahinter. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dieses Filtersystem zu kaufen. Und es fühlt sich. Ich habe noch ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen, den Vertrag zu unterschreiben. Aber wenn ich diesen Schritt tue, dann bin ich authentisch, dann beweise ich mir selbst, dass ich es wert bin. Und das ist zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die kauft sich immer diese Bio-Kiste mit dem ganzen Bio-Gemüse. Und ich glaube, das ist auch nicht gerade günstig oder so, aber das ist halt der Schritt, das ist ein richtiger Schritt. Tu die Dinge, die dir beweisen, dass du es wert bist. Und dann spürst du die Wertigkeit. Also es ist wichtig, nicht nur im Kopf das zu wissen, sondern die Dinge auch zu tun, die Dinge zu verändern. Auch wenn es erstmal ein Schritt ist, wo du Angst hast und wo du denkst, oh, das ist vielleicht nicht das Richtige oder ich habe Angst oder ja. Aber ganz ehrlich, wenn du es nicht tust, dann hältst du dich klein und dann hältst du dich zurück. Trau dich, das zu tun, was dir persönlich gut tut. Trau dich zu tun, wodurch du ja strahlst. Trau dich zu tun, die Dinge, die dich zum Blühen bringen. Und damit möchte ich jetzt meine kleine Rede beenden. Ich möchte ja einfach nur sagen, dass jeder, nicht nur ich, nicht nur irgendwelche erfolgreichen Leute, irgendwelche, zu denen wir hochgucken vielleicht, das können, sondern jeder Mensch kann das. Ich möchte einfach nur, dass du dich traust und dass du es dir wert bist.